kann man Menschen mit Hilfe vom ominösen NLP überzeugen und wie kann man Kunden von dem innovativen NLS überzeugen? Dazu heute zu Gast einer der größten Trainer und Life- und Business-Coaches, Marc Galal. Er hat vieles selbst erfunden, vieles selbst gegründet und hat viele Weisheiten für euch heute da draußen. Marc, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Ich freue mich riesig, heute hier dabei zu sein und hier den Zuhörern und den Zuschauern richtig gutes Feedback zu geben. Oh yes. Und das erste Thema hier bei Menschen überzeugen, das ist ja quasi Programm. Die Frage, wie kann man Menschen mithilfe von NLP, du bist ja NLP-Profi, wie kann man Menschen am besten überzeugen? Durch NLP jetzt, ja? Also ich glaube, man muss das als allererstes so sehen, wenn ich einen Menschen überzeugen will, ist die wichtigste Basis, na klar, eine gute Beziehung. Ohne Beziehung, ohne Lachen funktioniert gar nichts. Also was ich sehr schön fand, gerade unser Gespräch, unser Einstieg, wir beide haben gleich gelacht, wir waren gleich sympathisch, wir sind gleich auf eine tolle Augenlänge gekommen oder Augenhöhe gekommen. Das war wirklich super. Und genau das ist das, worum es geht. Als allererstes baut man im NLP einen sogenannten Rapport auf. Das heißt, man spiegelt die Sprechgeschwindigkeit. Man spiegelt die Atmung, man spiegelt Lieblingswörter, man gleicht sich dem Gegenüber an. Dadurch bedeutet es, das sind die neuesten wissenschaftlichen Studien, wenn wir Menschen jemanden nachahmen und wir das Gefühl bekommen, ja, wir ahmen uns nach, dann denken, ja, dann sind unsere Spiegelneuronen dafür verantwortlich, dass wir einen Blick in die Seele des Gegenübers werfen können und wahrnehmen können, was er sieht, was er hört oder sogar was er fühlt, gerade in dem Moment, ohne dass er es ausspricht. Ja? Das heißt, man hat dann das Gefühl, man weiß, was der andere denkt. Man hat das Gefühl, man weiß, wie der andere gerade tickt. Und das ist aber im Grunde genommen nichts anderes wie Rapport. Das ist der erste Schritt. Ohne Rapport funktioniert gar nichts. Wir Menschen lieben Menschen, die so ähnlich sind wie wir und gleichen uns dann an. Wir fühlen uns dann nah. Übrigens, so entsteht es auch, wenn man sich verliebt. Das ist nichts anderes. Also verlieben, sich verlieben ist nichts anderes wie eine Vollendung des Rapports in allen Ebenen. Ja, was? Deine Lieblingsfarbe ist auch gelb. Oh, meine auch. Toll. Ja, und Rapport entsteht. Man hat das Gefühl, man schwingt auf der gleichen Ebene. Das ist der erste entscheidende, wichtige Punkt, dass ein starker Rapport entsteht. Der zweite Punkt, sage ich dir ganz ehrlich, ist erstmal dein Gegenüber wirklich zu verstehen, wenn du ihn überzeugen willst. Und jetzt springe ich weg vom NLP und jetzt gehe ich hin zur Analyse, dass darum NLS, weil NLS wird ja, oder NLP, wird in der Psychotherapie verwendet. Ja, ich war mit 22 bin ich in die USA gereist zum Dr. Richard Bandler, John Grinder, zum Frank Farelli, zum Stephen Gilligan. Die sind die größten NLPler unserer Geschichte, Hypnotiseure, provokative Therapeuten und. Da habe ich alle meine Ausbildungen gemacht. Das ist mein Fundament, meine Basis. Und dann habe ich NLS weiterentwickelt. Und jetzt gibt es eine Grenze des NLPs, und zwar, wir springen jetzt mehr ins NLS, um zu überzeugen, weil da ist es wichtig, eine gute Analyse zu machen, also Fragen zu stellen, im Kopf des Kunden spazieren zu gehen. Wenn ich mein Gegenüber überzeugen will, muss ich na klar wissen, welche emotionalen Kaufgründe er hat, welche logischen Kaufgründe er hat, welche Persönlichkeitsstruktur vor mir ist und ob er wirklich kaufen will. Also die echte Absicht. Das heißt, ich brauche ein System, was ich entwickelt habe, um genau darauf einzugehen, um festzustellen, wie mein Gegenüber tickt. Weil wir wissen selber, ich kann die besten Argumente bringen. Aber wenn es die Argumente sind, die der Kunde gar nicht hören möchte, überzeuge ich ihn nicht. Der größte Fehler, was alle machen, ist, sie beginnen zu argumentieren und labern den Kunden tot und denken zu wissen, welche Wünsche, Bedürfnisse,
mein Gegenüber wirklich haben möchte. Und dann interpretiert man und dann schießt man und macht alles falsch, was man sich jemals vorstellen kann. Darum ist es wichtig, Fragen zu stellen. Aber solche Fragen zu stellen, um die Persönlichkeit zu erkennen, um die emotionalen Kaufgründe zu erkennen. Und jetzt gehen wir durch gezielte NLP-Fragen so in die Tiefe, dass wir sogar seine Persönlichkeitsmuster erkennen. Machen wir mal ein Beispiel. Es gibt Menschen, die sind eher weg vom Schmerz. Und es gibt Menschen, die sind eher hin zur Freude. Und jetzt ist es wichtig herauszufinden, welche Persönlichkeitsprofil es da ist. Vlad, eine Frage an dich. Stell dir mal vor, du hast einen Termin, du gehst in den Urlaub. Wann packst du deine Koffer? Abend vorher. Ja, genau. Und wenn du einen wichtigen Termin hast, wie viel machst du gerne die Sachen kurz vor knapp? Kommt drauf an, wie wichtig der Termin ist. Ich würde sagen, je wichtiger der Termin, desto länger die Vorbereitung. Okay. Ja, und doch grundsätzlich, du kennst dich ja. Machst du gerne die Sachen eher kurz und knapp als jetzt 3 Tage. Ja, genau. Das ist genau der Punkt, ja. Das hätte ich dich auch eingeschätzt. Das bedeutet, wenn ich jetzt dir was verkaufen will, wenn einer weg von ist, dann muss ich eher mit Pain kommen. Dann muss ich eher mit irgendwelchen Ängsten kommen, mit irgendwelchen Sorgen kommen und du vermeidest etwas mit dem Kauf des Produktes. Es geht, dass du etwas vermeidest dadurch. Also du kaufst ein Produkt, um etwas zu vermeiden. Der andere kauft ein Produkt, um etwas zu erreichen oder zu erhalten. Das ist jetzt aber auch immer wieder unterschiedlich, ja? Das war jetzt nur ein Beispiel mit dem Kofferpacken. Das heißt jetzt nicht, dass du immer so bist. Das heißt, wenn du etwas anderes kaufen solltest, egal was es ist, kann es na klar sein, dass du dort eher hinzu bist, also zur Freude bist. Und dann brauche ich die Karotte. Darum fragt man situativ auch genau die Frage, um zu wissen, brauche ich jetzt die Karotte oder brauche ich die Peitsche? Ja, also ganz einfach gesagt. Und jetzt sind wir so in diese psychologischen Tiefe durch NLS, dass wir die Persönlichkeitsmuster erkennen und quasi mit dem Kunden anfangen können, Schach zu spielen. Das hört sich jetzt ein bisschen blöd an, aber ja, man hat wenn man eine Vorahnung hat, wie unser Gegenüber reagiert, können wir unsere Argumentation und unsere ganze Strategie auf diesen Kunden, auf dieses System anpassen. Das heißt, kurz zusammengefasst für uns, erstmal Rapport, Beziehungsebene herstellen, dann sehr gut zuhören, kluge Frage stellen und erst im dritten Schritt strategisch argumentieren, jeweils nach Pain oder Pleasure. Wow, sehr, sehr gut. Genau so, ja. Und wichtig ist, wenn wir dann ins Argumentieren gehen, ist es wichtig, dass wir den Kunden auf der logischen und auf der emotionalen Ebene überzeugen. Und gerade auf der emotionalen Ebene. Warum? Wir Menschen kaufen zu 95% emotional und brauchen 5% noch logische Argumente, um unsere emotionale Entscheidung rechtfertigen. Darum ist es wichtig, dass diese Emotionen wirklich bei dem Gegenüber ankommt. Aber Achtung, Emotionen wird oft auch falsch verstanden. Emotionen wird damit verstanden mit Begeisterung des Verkäufers. Dass der Verkäufer so begeistert ist und so emotional ist. Aber das ist nicht emotionales Verkaufen. Emotionales Verkaufen ist, wenn ich zum Beispiel weiß, der höchste Wert meines Kunden ist Sicherheit, dass ich ihm wirklich ein sicheres, wohliges, warmes Gefühl liefern kann. Ist für ihn Profit oder Anerkennung wichtig, dann ist es wichtig, dass er wirklich das Gefühl von Anerkennung wahrnimmt, wenn er das Produkt nutzt. Und das ist dann der größte Kick. Das heißt, wenn dann der Endverbraucher oder der Kunde das Produkt oder Dienstleistung nutzt und seinen Hauptwert, was ihm am allerwichtigsten ist, angesprochen wird und vor allem befriedigt wird. Das ist das Entscheidendste, weil wenn man das nicht macht, man ist auf der Ratio-Ebene, dann ist man nur bei den 5%. Dann kann der andere kommen und durch
Argumentationen und schnell, ja, wie soll ich sagen, vom Spielfeld bringen. Das heißt also, entscheidend ist, mit den richtigen Fragen, mit den richtigen Situationen vorzugehen, darauf einzugehen und dann unseren Kunden wirklich verzaubern in eine wunderschöne, traumhafte Welt. Alice im Wunderland. Der Kunde muss seine Augen schließen können und sich visualisieren können, dass er schon dort ist, dass er schon gekauft hat. Und jetzt kommt noch etwas over the top, over delivered, und zwar meine selbstentwickelte Strategie Verkaufshypnose. Verkaufshypnose ist eine Technik, die Ursprung ist wirklich aus der Hypnose, und diese Techniken habe ich genommen und die in den Verkauf mit reingebracht. Achtung, sowas wie Hypnose im Verkauf funktioniert natürlich nicht. Nicht, dass jetzt einer denkt, man hypnotisiert den Kunden mit dem goldenen Pendel und sagt, schließe deine Augen so, ja, und du weißt nicht mehr, dass ich da war. Nein, das ist es nicht. Hypnose oder Verkaufshypnose ist im Grunde genommen nichts anderes wie Suggestionstechniken. Es gibt ja viele Suggestionstechniken im Verkauf. Und dort die alten Suggestionstechniken, wie zum Beispiel, Sie als Unternehmer geben mir doch recht, das. Sie stimmen mir doch auch zu, das. Das ist so veraltet, das dürft ihr draußen nicht mehr verwenden. Achtung, warum? Weil wenn der Einkäufer diese Floskeln hört, dann sagt er, oh, der Verkäufer war wieder bei einer guten Verkaufsschulung, bitte rede normal mit mir. Wenn das der Fall ist, hast du verloren. Wenn der Kunde zu dir sagt, rede normal mit mir, dann hast du eigentlich verloren, den Rapport verloren, und es sorgt dafür, dass der Kunde denkt, ah, will der mir jetzt was verkaufen? Sagt er jetzt Dinge nur, um mich zu überzeugen, oder meint das wirklich im Herzen? Das ist immer so ein Thema. Darum diese Floskeln bitte weglassen und lieber die neuen Techniken verwenden über das Thema Verkaufshypnose, Sprachmuster. Und diese Sprachmuster sorgen dafür, um den Kunden noch intensiver von dem Produkt und von der Dienstleistung zu überzeugen. Ja, cool, coole vier Schritte. Dann haben wir den Bonusschritt mit dem Verkauf, mit der Verkaufshypnose. Jetzt noch kurze Rückfrage zum Thema Schachspielen. Du hast ja gesagt, im dritten Schritt, da fängt man dann an, strategisch zu argumentieren. Ja. Game Pleasure, je nachdem, wie das jemand ist. Das Spiel Schach ist ja ein sehr rationales Spiel. Also da geht es ja um bestimmte Regeln. Es gibt Zwangsmuster. Yeah. Man kann den König Schach setzen. Wäre dann nicht etwas passender zu sagen, dass man mit dem Kunden eher Poker spielt? Dass man also eher dieses Emotionale rausnimmt, weil das Argumentieren, ich bin ja von Ausbildung Jurist, wäre ja eher das Schachspielen von zwei Anwälten, die versuchen, sich irgendwelche Gesetze hin und her zu schmeißen. Yeah. Wäre das dann nicht ein bisschen passender zu sagen, der Verkauf ist eher sowas, wollen Sie Risiko spielen, all in, wollen Sie sicher spielen, erstmal nur ein Chip, gucken wir, was Sie haben, gucken wir, was wir haben. Was würdest du da sagen? Nee, also ich würde das ungern damit vergleichen. Ich finde das sehr, sehr toll, was du sagst wegen dem Schach, dass es dann eher so faktische, logische Punkte sind und Pokern. Ich habe so, das hat so, jetzt kommt mein schwäbischer Ursprung raus, das hat so ein Geschmäckle, ja, wenn man sagt, man pokert oder man versucht zu blöffen. Und das ist dann so nicht schön für den Verkauf, weil die Verkäufer, das ist immer so ein Thema. Weißt du, wenn einer verkaufen, ist einfach fast schon für viele ein Schimpfwort. Was machst du beruflich? Ich bin Key Account Manager. Also im Verkauf? Nein, ich bin Key Account Manager. Ah, also du bist nicht im Verkauf. Nee, wir sind Consultants, wir sind Berater, aber wir verkaufen nicht. Nein, das ist ein Schimpfwort so ungefähr. Und da möchte ich durch diese Metapher nicht noch Öl ins Feuer gießen. Warum habe ich Schach gesagt? Weil ich eher davon ausgehe, dass wir 3, 4, 5 Züge vorausdenken und 3, 4, 5, 6 Züge voraus auch verkaufen. Also der Verkauf beginnt schon bei der Begrüßung, indem man noch ein Framing macht. Man framet den Gesprächspartner. Das heißt, bevor man ins Gespräch überhaupt kommt, tue ich ihn schon vorbereiten, dass er geframed ist, dass er in der Position ist. Das nennt man im NLP Pre-Framing. Man tut ihn vorfokussieren, vorbriefen, dass bevor die Sache kommt, er dann schon davon überzeugt ist.
Ja, also das kommt auch noch mit dazu. Ich rede über Schach, dass man 2, 3, 4, 5 Züge voraus plant und definitiv total emotional. Ja. Alles klar. Und wenn ich nochmal kurz zurück zum Schritt Nummer 1 gehe, ich kann mir vorstellen, viele Leute sagen, wenn ich, wie du gesagt hast, mich den Pausen des anderen anpasse, dem Sprachmuster, den Lieblingswörtern, vielleicht sogar äußerlich, wenn ich weiß, der trägt wahrscheinlich einen Anzug, dann ziehe ich mir auch einen Anzug an. Mhm. Viele Menschen würden ja sagen, ha, aber dann bin ich ja gar nicht authentisch. Ich soll das authentisch sein. Ich bin ja kein Schauspieler, kein Verwandlungskünstler. Und jetzt stellen wir uns irgend so ein, was er gesagt, aus dem Schwabenland, irgend so ein Schwaben vor, der soll irgendwas in Berlin oder München verkaufen und schwebelt rum. Würde der nicht ein bisschen Zahnschmerzen bekommen, wenn er sich dem Kunden anpasst und diesen Rapport, wie du es nennst, herstellt? Also, eins ist ganz wichtig. Du verlierst nicht deine Authentizität oder dich selber, wenn du dich gegenüber anpasst. Wir Menschen machen das alle, alle. Immer. Du kannst es gar nicht. Psychologisch gesehen tun wir uns immer angleichen. Schau doch mal verliebte Menschen an einem Restaurant. Die bewegen sich gleich. Die laufen gleich. Ja, der Hundebesitzer und der Hund sieht gleich aus. Man nimmt es so irgendwie wahr. Oder ein Paar, Mann und Frau, die wirken irgendwie ähnlich nach einer Weile. Rapport ist eine ganz normale Situation. Und jetzt kommt das Wichtige. Eigentlich möchte ich den Leuten gar nicht sagen, bau Rapport auf. Lass es. Sondern ich sage was anderes. Liebe den Kunden. Mag den Kunden. Ich weiß, wenn wir jetzt in der Schweiz wären, wäre Liebe ein bisschen großes Wort. Aber wenn du den Kunden liebst und sympathisch findest, wirklich sympathisch, machst du unbewusst Rapport. Du kannst gar nicht sympathisch sein ohne Rapport. Der Weg, um sympathisch zu sein, geht nur über Rapport. Okay, verstanden. Also, ja, also liebe deinen Kunden. Liebe deinen Kunden. Liebe den Menschen, der gegenüber dir ist. Tu ihn richtig, wirklich, wirklich. Also das ist, ich weiß, das ist so, man liest es bei vielen Verkaufsbüchern oder sowas, du musst den Kunden mögen. Nein, du musst den Kunden, ich bin sogar so, okay, vielleicht nicht lieben, ja, sondern wirklich mögen. Und jetzt kommt das wichtige Wort. Erbarmungslos helfen, erbarmungslos unterstützen, erbarmungslos ihm eine Lösung geben und vom Herzen ihm wirklich helfen. Also wirklich, wirklich. Der muss es spüren. Und wenn er das spürt und die Herzlichkeit wahrnimmt und du meinst es ernst, dann verkaufst du wie geschnitten Brot. Weil der Punkt ist immer eins. Der Kunde fragt sich immer, sind die Argumente, die mein Gegenüber jetzt gerade sagen, sagt er diese, um mir was zu verkaufen oder weil er es wirklich gut meint mit mir? Diese Frage stellen wir uns immer, wenn ein Verkäufer kommt und uns was verkaufen will. Und jetzt kommt's, wenn du wirklich, wirklich hilfst, spürt der Kunde das. Wisst ihr, oder weißt du, der Punkt ist, wir alle haben so gute Menschenkenntnisse, auch wenn wir denken, wir haben keine Menschenkenntnisse. Wir haben Menschenkenntnisse. Wir erkennen sofort Feind, Freund oder er lügt mich an oder stimmt irgendwas nicht. Das spüren wir. Wir nehmen das wahr. Wir sind menschlich so fit, nur wir glauben vielleicht nicht daran oder sind uns unsicher. Und ich sage dir, glaube daran, vertraue es. Vertraue auf deine Intuition. Du nimmst es wahr, wenn einer dir was sagt und irgendwie ja, ein Zeichen da kommt. Klar kannst du alles schulen, klar kannst du alles lernen, aber vertraue auch darauf, dass du es weißt, ob dich einer anlügt oder nicht. Und jetzt kommt's, wenn du wirklich voll authentisch mit Herzen hilfst, bist du die Person und machst gleichzeitig Rapport. Du bist im Rapport. Du kannst nicht sympathisch sein, ohne Rapport zu machen. Alright, dann haben wir jetzt die Außenwelt, glaube ich, perfekt abgefrühstückt. Außenwelt, wie gebe ich mich zum anderen hin, wie überzeuge ich? Und dann gibt es ja noch die Innenwelt, und zwar um den Kunden überhaupt lieben zu können, um selber on fire zu sein, so wie du es ja auch bist, gibt es ja ein paar Mentaltechniken. Die Realität sieht ja leider so aus, dass viele Menschen etwas demotiviert sind, egal ob jetzt in der Corona-Zeit vor dem Laptop und dann sitzen sie da und manche wollen das Video nicht mal anmachen und schlafen dann fast ein.
sein in so einer Online-Veranstaltung oder auch in der echten Welt, also pre-Corona, war es ja auch nicht so, dass man jetzt auf motivierte Verkäufer trifft oder motivierte Kunden. Mindestens einer ist müde, mindestens einer hat keinen Bock. Ja. Und deswegen würde ich mit dir jetzt nochmal besprechen, wie Mindset. Ist es denn mit der Innenwelt, das Mindset? Es gibt ja sicherlich ein, zwei Techniken, die du auch vielleicht täglich anwendest, vielleicht morgens, vielleicht kurz vorm Interview, damit du on fire kommst. Denn die meisten, ich würde wirklich eine Zahl raushauen, 95% sind es leider nicht. Ja, also der Ursprung, warum jemand nicht motiviert ist, der Ursprung ist eigentlich im Grunde genommen eins. Und zwar der Sinn. Der Sinn der Tätigkeit, der Sinn des Lebens, die Absicht, das Ziel, die Aufgabe, die Mission, der Grund des Handelns, das Grund des Aufstehens, das Grund zur Arbeit zu gehen, der Grund mehr zu arbeiten, mehr zu leisten, schneller zu sein, besser zu sein, zu wachsen. Das ist der Grund. Und meistens haben die Menschen keinen wahrhaftigen Grund. Das heißt, entweder, und jetzt kommt was Wichtiges, die haben kein Warum, kein Grund, warum mache ich die Arbeit, warum mache ich den Job, warum will ich viel Geld verdienen. Das Warum fehlt, also die Ursprungsmotivation, weil ich mir, nur mal als Beispiel jetzt, ja, warum könnte sein, weil ich 10 Millionen auf dem Konto haben will, mir eine geile Villa haben will, ein schönes Leben haben will. Ich mache das, weil ich ein schönes Leben haben will. Okay, super, perfekt. Oder ich mache es, weil ich eine Riesenstiftung gründen möchte und ganz viele Menschen dort und dort helfen will. Oder noch ein stärkerer Grund, ja, ist wegen meinen Kindern. Ja? Also ein Grund ist auch für andere. Das heißt, nicht für dich. Mach das nicht für dich. Mach es für deine Kinder. Bau was auf, dass du deinen Kindern was hinterlassen kannst. Bau was auf, dass du was deiner Partnerin bieten kannst. Mach es nicht für dich, mach es für andere. Das heißt, was ist dein Warum und was ist der Grund? Und wenn dein Warum und der Grund gerade irgendwie weg ist oder so, dann hat man keine Motivation. Dann läuft man nicht, erstens. Und es gibt zwei Gründe. Also der erste Punkt ist, der Mensch hat kein Warum, keinen tiefen Grund. Der zweite Punkt ist, er hat in seinem Leben schon Wünsche gehabt, und sie nie bekommen. Das heißt, negative Glaubenssätze, ich schaffe das sowieso nicht. Ich kann das sowieso nicht. Das heißt, große Träume, großes Warum gibt es gar nicht. Man hat sich auch gar nicht damit beschäftigt. Das heißt, negativer Glaubenssatz, dass man gar nicht groß denken will und gar keinen Horizont hat. Eigentlich kann ich dir sagen, jeden Menschen, den du siehst, und kennst, ist top motiviert. Du musst nur den richtigen Knopf drücken. Und jeder war irgendwann mal in seinem Leben top motiviert. Es war nur irgendwo ein anderes Thema, eine andere Sache. Stell dir mal vor, ein Kind, ja, was so gerne Fußball spielt, das liebt das Fußballspielen ohne Ende. Ja, muss ich dem Kind sagen, ja, spiel Fußball, spiel mehr, spiel intensiver. Nein, überhaupt nicht. Ich kann sogar das Kind damit bestrafen. Wenn du die Hausaufgaben nicht machst, darfst du nicht mehr so lange Fußball spielen. Oh, dann, also das ist eine Verbindung, ja. Oder genau jetzt noch etwas ganz Wichtiges, was ich gerne mitgeben möchte, ja. Und zwar Berufung. Erstmal, wie finde ich meine Berufung? Was ist meine Berufung? Berufung an sich, ja. Motivation. Dann höre ich manchmal, ich bin nicht motiviert. Jetzt stell dir mal Folgendes vor. Stell dir mal vor, du verliebst dich. Du verliebst dich in einen wunderschönen Mann, in eine wunderschöne Frau. Dein Herz geht auf, du bist voller Herzen, wow, und voller Liebe. Muss man der Person sagen, dass sie an die Person denkt? Nie. Die geht gedanklich mit der Person quasi ins Bett. Man steht morgens auf, man denkt an sie die ganze Zeit oder an ihn. Die ganze Zeit. Und genau das ist die Wahrheit. Verliebe dich in deine Berufung. Und dann
hast du eine Motivation, die ist so powerful wie noch nie. Hole dir deine große Liebe im Beruf. Und wenn du eine große Liebe in deinem Beruf hast, in deiner Vision hast, bist du motiviert, du rennst und du sorgst auch dafür, dass du eine Lösung findest. Eins ist klar, das Ziel bleibt immer gleich. Der Weg darf sich anpassen, durch Strategieanpassung, durch Veränderung, um an sein Ziel zu kommen. Doch der Ursprung ist Herz. Viele Leute, die jetzt zuhören, die sind natürlich neugierig in den Beruf, sich verlieben. Wie hast du es denn gemacht? Für viele bist du ein Vorbild, beziehungsweise Leute, die dich nicht kennen, werden denken, ich glaube, so wie der Marc spricht, der ist schon mit seinem Job verliebt oder mit seiner Berufung verliebt. Ja, auf jeden Fall. Kannst du uns da verraten, also wann und wie hast du dich verliebt? Vielleicht gab es ja so einen Breakthrough-Moment. Ja, das habe ich. Moment, du gedacht hast, jetzt liebe ich das, was ich tue. Ja. Nein, das war nicht, jetzt liebe ich das, was ich tue. Das war, ich liebe es und dann tue ich es. Also umgekehrt. Das heißt, ich habe nicht es gemacht und geguckt, ob ich es liebe, sondern ich habe es geliebt und dann habe ich es gemacht. Das heißt, Liebe auf den ersten Blick. Ja, das ist Liebe auf den ersten Blick, nicht Liebe auf den zweiten Blick, Punkt. Liebe auf den ersten Blick. Das bedeutet, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, was du gerade sagst, weil wann finde ich meine Berufung? Wann finde ich meine Traumfrau, meinen Traummann? Wann? Mit einem Punkt. Ich treffe die Entscheidung. Das ist es. Das ist die Entscheidung. Das ist mein Traummann, das ist meine Traumfrau, das ist meine Berufung, Punkt. Und die Entscheidung, die ist alles, das ist es. Und die Entscheidung muss zu 150.000% mit jeder Seele, mit jeder Faser, mit deinem ganzen Sein entschieden werden. Und dann geht der Motor an und ist unaufhaltsam. Und wann war das bei dir? Also bei welcher, genau, bei welchem Moment? Ich weiß es noch ganz genau, ja. Ich weiß es noch ganz genau. Ich kenne das Gefühl noch ganz genau. Das war, da hatte ich in Stuttgart gelebt und ich war bei vielen großen, namhaften Trainern. Und dann habe ich mich entschieden, ich will den Beruf Trainer werden und ich gehe zum Bandler in die USA. Und dann habe ich mir das vorgestellt und ich habe die Entscheidung getroffen, das war in einer Drei-Zimmer-Wohnung und ich sage dir es ganz ehrlich, wirklich, ich bin wie ein Gummiball und vor lauter Freude durch meine ganze Wohnung rumgehüpft und habe mich gefreut und habe gesagt, ja Mann, das ist meine Vision, das ist mein Leben, ich mache alles dafür, ich sehe mich, bis ich 150 bin oder 100 Jahre alt bin und war total euphorisch und habe die Entscheidung getroffen meines Lebens und das hat mich so angezündet, dass ich ehrlich gesagt bis jetzt noch renne und renne und renne. Ja, also ich bin ja finanziell frei, ich muss nicht, ich mache es, weil ich es liebe. Punkt. Ja? Also du bist wie der VW, du erläuft und erläuft und erläuft. Ja, und das ist wirklich etwas, was, wenn du das mal bei dir anschaust, wie du dich entschieden hast für deine berufliche Richtung, ich wette mit dir, es war ähnlich. Du hast geguckt, gemacht, getan. Und dann hast du gesagt, ey, das ist geil, das finde ich toll. Und dann hast du die Entscheidung getroffen. Und dann bist du da einfach geblieben. Punkt. Ja? Und gibt es manchmal Zweifel? Ja, klar gibt es manchmal Zweifel. Aber lässt man sich dann gleich scheiden? Nein, bitte nicht. Okay, auch wenn es manchmal so draußen manchmal ist. Ja? Bitte nicht, sondern dranbleiben. Weil eins ist wichtig, das habe ich vorhin gesagt. Die Vision ist klar. Der Weg darf sich verändern. Der Weg darf angepasst werden, bis ich dort ankomme. Aber das ist das Entscheidende. Ich bleibe der Vision treu. Und ja, selbstverständlich gibt es viele Punkte, wie welche Referenzerlebnisse hat man in seinem Leben? Hat man schon mal sich ein Ziel gesetzt und es dann erreicht? Hat man schon mal eine Aufgabe gehabt und es dann erreicht. Also gibt es in unserem Bewusstsein
beziehungsweise Unterbewusstsein, Referenzerlebnisse, Beweise dafür, dass ich ein Ziel setze und es erreiche. Je mehr Beweise ich habe, desto mehr Power und Motivation habe ich, durchzuhalten. Habe ich das nicht, ist es nicht schlimm. Keine Sorge, meine Lieben, wenn ihr das gerade hört und seht, das ist nicht so schlimm. Warum? Du kannst dir positive Glaubenssätze installieren. Weil es gibt nämlich immer zwei Punkte. Erstens, positives Denken funktioniert nicht. Positives Denken ist nur kognitiv 5% Bewusstsein. 95% ist unser Unterbewusstsein. Das bedeutet, wenn ich mal kurz das Modell von C.G. Jung erwähne, C.G. Jung sagt, unser Bewusstsein hat 5%, unser Unterbewusstsein 95%. Wenn unser Unterbewusstsein 95% hat, da ist alles drin. Unser gesamtes Verhalten, unbewusstes Verhalten, Ängste, Sorgen, Panik, egal was, kommt von unserem Unterbewusstsein. Alles wird dadurch gesteuert. Positives Denken ist bei den 5% kognitiv. Ja? Nur kognitiv, nur Bewusstsein. Und man fragt sich, warum klappt das nicht? Klar, hast negative Referenzerlebnisse in deinem Leben. Oder manchmal ist es sowas Verrücktes, weißt du, sowas Verrücktes. Du hast ein paar blöde Situationen gehabt in deinem Leben. Ich will das jetzt nicht genau konkret erwähnen. Ja? Eine Dame hatte ich bei mir beim NLP, die hatte leider Gottes zweimal beziehungsweise dreimal ihr Kind verloren gehabt bei der Schwangerschaft. Und seit dem Zeitpunkt hat sie im Business keine Erfolge gehabt. Warum? Weil sie immer gedacht hat, sie ist nicht gut genug, sie ist es nicht wert, sie schafft es nicht. Und sie hat es von da auf dort übertragen. Dann haben wir das verändert, gechanged. Plötzlich ging es sie voll ab und hat sensationelle Ergebnisse gemacht. Das ist unfassbar, unfassbar. Ja? Das heißt, alles, da wo wir heute stehen, das, was ich heute bin, so wie ich heute denke, ist das Resultat dessen, was ich gestern und mein Leben lang gedacht habe und Erlebnisse, die ich erlebt habe, und die führen dann zu meinem heutigen Verhalten und zu meiner heutigen Entscheidung. Ja? Also ich bin das Ergebnis von meinem restlichen Leben, was ich alles hatte. Und jetzt geht es darum, was kann ich jetzt aus der Zukunft machen? Und man kann negative Glaubenssätze eliminieren, man kann aber auch Glaubenssätze installieren, neue Glaubenssätze installieren. Dass er wirklich einen Glaubenssatz, ich schaffe alles, was ich will, zum Beispiel, so stark in deinen Fasern drin ist, dass dich das beflügelt, gute Ergebnisse zu produzieren. Mhm. Ja? Ja, was ich vielleicht noch kurz sagen möchte, ist, ja. Na klar, reicht es nicht aus, nur daran zu glauben und ein Glaubenssatz oder man ist top motiviert, dass die Ergebnisse da sind. Das steigert die Leistung nachweislich um locker 30%. Das heißt, ist einer stark motiviert, stark überzeugt und der andere nicht und beide haben die gleichen Fähigkeiten, dann wird derjenige, der motivierte, 30% höhere Leistungssteigerung bringen. Wenn man jetzt einen Rückkehrschluss noch bringen würde, der demotiviert ist, macht er nicht 100% Macht, sondern 70%. Macht also weniger, weil er demotivierter ist. Das heißt, man hat dann eine Differenz von 60%. Ja? Nur, dass wir das verstehen. Es ist also nicht so, wenn einer nicht die Fähigkeiten hat, dass er dann plötzlich ein Auto tragen kann. Okay? Nur mal als Beispiel. Ja. Ja, Marc, das waren auf jeden Fall ziemlich viele spannende Tipps. Ich fand es auch sehr gut, dass wir in der ersten Hälfte über das Außen gesprochen haben, also Überzeugung von anderen Menschen. Und im Grunde haben wir im zweiten Teil über sich selbst überzeugen gesprochen, Mindset und positive Glaubenssätze. Und jetzt gibt es sicherlich Leute, die uns zuhören oder zuschauen, die sagen, ich will mehr von diesem Marc Galal, wo gibt's den? Was ich auf jeden Fall empfehlen kann, du hast einen richtig tollen Instagram-Kanal und du hast auch einen YouTube-Channel, wo du teilweise sogar leicht politische Videos machst, aber natürlich auch Videos zum Verkaufen und Co. Aber was ist mit einem Buch? Ich bin so ein großer Buchfan. Kann man da irgendwas haben? Ja, also ich habe viele tolle Bücher. Dieses Buch zum Beispiel von Null zur ersten Million. Dieses Buch bekommt ihr alle kostenlos, außer die Portokosten von 4,99 €. Ja, ich habe 2 Jahre gebraucht, um dieses Buch zu schreiben. Es ist ein wundervolles Buch. Und ich verspreche euch allen,
weil das ist kein Fachbuch, wie du es kennst. Es ist eine Story. Und in der Story ist das gesamte Know-how und das Wissen, wie du von Null zur ersten Million kommst, wie du mehr Geld verdienst und weniger arbeitest. Über Mindset, über Strukturen, über sich selbst zu verwirklichen und wie man dann wirklich in seinem Leben, und jetzt kommt noch was Wichtiges, innerlichen Reichtum und äußerlichen Reichtum erleben kann. Wo findest du das? Auf www.markgalal.com/Millionen. Ja, nicht EN, Millionen. Und da kannst du es für dich holen. www.markgalal/Millionen. Da findest du das Buch, kannst du dir holen und ist kostenfrei. Da hast du echt was ganz, ganz Tolles. Komm auf Instagram, komm auf Facebook, komm auf meinen YouTube-Kanal. Und wir werden jetzt neue Videos, wir haben heute wieder neue Videos abgedreht über unseren YouTube-Kanal, weil du hast vollkommen recht. Wir wollten da ein bisschen weggehen, weil es ist ein Mainstream-Thema. Und jetzt gerade auch durch die ganze Situation, die wir haben, brauchen wir, und das ist echt super wichtig, ganz viele Leute wie dich, die die Leute motivieren, die Leute wieder wachrütteln, weil ich bekomme einfach mit, dass viele Leute dann sagen, wozu mache ich das Ganze, wenn alles wieder kaputt geht? Und jetzt, was wird gerade gemacht? Die Absicht, der Grund, die Motivation wird weggenommen. Und wenn das aber passiert, ist es eine Katastrophe für uns. Aber wir sind ja da, wir helfen den Leuten, dass sie wieder ihre Feuer und ihre Leidenschaft finden, dass sie alle richtig gut Vollgas geben. Ja, ich sag euch eins, kommt, schaut euch das an. Wir haben auch immer wieder mal 2-Tages-Seminare. Wir machen Online-Seminare, kostenfreie. Also komm auf meine Webseite, abonniere mich, schau dir das alles an und dann hast du möglicherweise auch eine gute, tolle Möglichkeit, kostenlos bei so einem 2-Tages-Seminar dabei zu sein. Ja, Marc, ganz herzliches Dankeschön für die Tipps und auch für dafür, dass du dein Wissen so günstig zur Verfügung stellst. Also ich glaube, 4,99, das haben wir alle. Also schaut euch unbedingt dieses Buch an. Geht auf Insta, schaut Marc auch auf seiner Homepage, was er auch alles anbietet. Und lieber YouTube-Abonnent, ich bin natürlich auf deine Meinung wie immer gespannt. Kommentier unten gerne dieses Video. Wie fandest du die 3+1-Schritte von Marc aus dem ersten Teil Menschen überzeugen? Wie fandest du das, was er über negative Glaubenssätze gesagt hat? Lass uns in den Kontakt treten. Dafür ist YouTube ja perfekt gemacht. Und dir, Marc, nochmal ein herzliches Danke und hoffentlich bis bald. Vielen, vielen Dank. Bis bald, mein Lieber. Hast du eigentlich schon daran gedacht, diesen Kanal zu abonnieren? Einen kleinen Kommentar zu hinterlassen oder einen Daumen hoch zu klicken, weil du das Video in Wirklichkeit sehr, sehr gut fandst? Naja, zumindest eine Person würde das sehr, sehr glücklich machen. Ich sag's ja nur.